Warum isst du? Oder bist? Und jetzt auch noch essen, wenn du aber bist! Hat eh keiner gesehen! Entschuldigung, ich bin gerade. Allah weiß es! Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, ihr liest es schon im Titel, der Nicht-Fasten-Prank. Wir haben heute den ersten Tag Ramadan und schon habe ich einen Prank raus, Leute. Und wenn ihr wollt, dass jeden Tag in diesem Monat Ramadan, jeden Tag ein Video kommt, so nach dem Iftar, also nach dem Iftar könnt ihr das Video anschauen, so als Gönnung, Alter, mit eurem Getränk. Da lasst einfach mal einen Daumen nach oben. Alle Muslime da draußen, die gerade am Fasten sind, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar. Und ja, ich würde sagen, kommen wir zum Prank, wie wird das Ganze stattfinden. Der Ayub ist gerade noch in der Schule und ich werde einfach ein paar Brötchen machen, ein Getränk holen, da hinlegen und ja, auf ihn warten. Und der Ayub, wenn er nach Hause kommt, kommt er sowieso immer in mein Zimmer, macht die Türe auf, schaut, ob ich da bin. Wenn ich nicht da bin, macht er zu und geht wieder raus. Wenn ich da bin, sagt er Hallo. So, auf jeden Fall, ich werde es so dahin platzieren, dass er alles schön sieht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, schnappen wir nicht so lange und warten wir auf Ayub. Let's go! So Leute, ich habe mir einfach eine Chipstüte geholt, hier ein Getränk und hier ein Joghurt. Ich habe diesen Joghurt jetzt aufgemacht. Ich werde jetzt einfach so hier rausnehmen. So ein bisschen wegschmeißen, muss man Mistkübel. Zack. Einfach ein bisschen wegschmeißen, so dass er denkt, ich habe gegessen von diesem Joghurt. Ich werde es einfach so hier schön legen. Wenn er von da kommt, auf jeden Fall, seid einfach gespannt. Let's go. Ich hol das Cash für Mama und kauf ein Benzin-Baba. Ich hol das Cash für Mama und kauf ein Benzin-Baba. Ich kauf ein Benzin-Baba. Ich kauf ein Benzin-Baba. Ich hol das Cash für Mama und kauf ein Benzin-Baba. Ich seh dich auf dem Boden. Ja, steh! Tisch geschlagen. Warum isst du? Was? Warum isst du? Weil ich ein Mensch bin. Nein! Ja, okay, du bist schon ein Mensch, aber heute ist der erste Tag Ramadan. Ja, vergessen. Du bist ein Idiot, Alter. Vergessen! Was vergessen? Dann isst doch nicht weiter! Ich hab vergessen! Und? Das heißt. Ostachverlag. Wie alt bist du? Alt genug. Ich hab gefragt, wie alt du bist. Nicht mehr alt genug! Ruhe. Wie alt bist du? 20, 21? Ruhe! Sag jetzt! Alt genug? Stachverlein! Da andere Kinder in meiner Schule! Warte. Warum bist du? Warum bist du? Ich hab ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Oh, du kleines Baby! Ah, ich hab Bauchschmerzen! Ich bin 20 Jahre alt! Alter, fastest du weiter? Tust du fasten? Ja, ich tu fasten. Komm her! Du riechst, dein Dings, Mund riecht wie von Orang-Utan mit Arschloch. Aha, ja, du kannst mit Glück reden, dass heute der erste Tag Ramadan ist und ich dir keine Scheuer. Na komm. Mach mich halt ein bisschen weiter. Du bist so eine Enttäuschung. Bist du jubel? Fick dich, Alter! Ach, du kannst nichts machen. Ha, du kannst keine Beleidigung sagen. So ein Idiot, weißt du, was andere Kinder an meiner Schule fasten? Flamingo. Sie sind 9, 11, 12 Jahre alt. Oh, du bist 20, 21 Jahre alt. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Was? Was ist, Mama? Ich hab eine Idee. Was? Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Was? Ich hab eine Idee. Was? Schrei nicht so. Ich hab eine Idee. Komm. Hast du keinen Hunger? Nein. Hast du keinen Durst? Nein. Nix. Ich hab nur einmal morgens gegessen. Ja, aber hast du gar keinen Hunger, nix? Ja, du hast schon wenig. Ja, komm, wir machen was. Wir machen was? Was? Lass mich los! Du darfst mit trinken. Du darfst mittrinken. Hä? Du darfst mittrinken. Und? Ich sag nichts, Mama. Du enttäuscht! Mit dir! Du enttäuscht, Alter! Du weißt es nicht! Kleines Baby, Alter! Und jetzt? Mann, hast du vor, diesen Monat zu fasten? Hast du es vor? Was? Eine
Ja, doch. Ey! Ich könnte so eine Scheiße, weißt du, du bist einfach nur eine Enttäuschung, Alter. Schau dich mal im Spiegel. Hat eh keiner gesehen! Schau dich mal im Spiegel an! Allah weiß es! Hat eh keiner gesehen! Allah weiß es! Allah hat es gesehen! Ja und? Es hat zwar kein anderer Mensch gesehen, aber Allah hat es gesehen, deine Sünde! Ja? Du bist so eine Enttäuschung für diese Familie! Als Moslem, Alter! Okay. Ich habe mit 6 oder 8 Jahren angefangen zu fasten! Und du bist halt 20 oder 20 älter und traust dich nicht mal einen Teil zu fasten wegen Bauchschmerzen! Ich hatte Bauchschmerzen, hab gekotzt! Hab immer noch weiter gekotzt! Ja, ich geh zu Ende! Halt die Groschen, Alter! Scheiße. Ach, mach doch was du willst, Alter! Scheiß Enttäuschung! Tschüss, ich geh zu Ende. Mach's scheiße, Geld, gib mir das her! Das war ein Joghurt, die Ruhe! Was, Joghurt? Was, Joghurt, Mann, Alter? Ich... Junge, woher hast du die Kraft? Du bist am Fasten, hast Kraft? Scheiß mal auf das Joghurt, Alter! Ja. Kleine Ratte! Hättest du nichts essen sollen! Ja. Tschüss, komm! Was? Nee. Na? Ab jetzt! Raus, bye bye! Sieh besser! Tschüss! Kann ich nicht mehr sehen. Willst du Eis, Dave? Ich hab gehört, du hast Durst. Du Koala-Bär, du Flamingo! Was, Flamingo, Alter? Du bist Koala-Bär! Du frisst so viel wie ein Bär, Alter! Was hängst du bei mir am Affe? Du frisst echt schon so viel, wenn nicht noch mal da bist! Und jetzt auch noch essen, wenn du noch mal da bist! Du Idiot! Dann geh raus mit mir Ruhe! Tschüss! Jetzt gehst du essen, ne? Ich sag das Mama, ich rufe sie das wieder an. Ja, ja, ja. Tschüss. Der ist schon komplett ausgerastet, Alter. Ich glaube, wir lösen auf. Ayum! Was? Komm her! Nein. Komm her! Was ist jetzt los? Also, es schmeckt voll süß in meinem Mund. Riech mal. Scheiße. Na komm, na einmal riechen. Riech einmal. Warum? Ah, ah. Was bringt es mir? Ah. Ey, was? Du wurdest geframed. Schreit. Das ist ein Flamingo. Du wurdest geframed. Der ist auch nicht Rammer, der ist ja. Ich wollte mich Rammer. Ich hab gefastet. Da warst du nicht mal auf der Welt. Du Esel, Alter. So wurde es einfach geprägt. Am Ramadan. Voll lustig! Am Ramadan. Ich hab geprägt. Wie ist es, Alter? Wie soll ein Alter bekommst du? Komm, der war mal gut. Der. Okay, ich muss so lange. Oh mein Gott. Ey, Leute. Ey. Leute, das kommt jetzt weg. Das ist ein Gefahrer. Oh. Aber das ist gut. Leute, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Aber ich ruf Mama an und sag dir, hey Mama, wir nehmen Chips-Krümel, ja, hast du Mama glaubt mir, Mama glaubt. Also, geh ja. Mama glaubt, komm. Leute, ja. Ich hab's geschafft, ihn zu pranken. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, komm jetzt zu den Leuten, die wir immer grüßen. Und ja. Let's go. Ja Leute, auf jeden Fall, Grüße gehen raus an Daniel, Rudi, Mohammed, Al-Naim, Angie, Vicky, Dönüt, KRKR7 Dündü CR7 Robin Miles 100 und Alen Suleimani. Ihr habt kommentiert, Hashtag Glocke aktiv. Grüße gehen raus an euch, Habibis. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, kommentiert Hashtag Glocke aktiv. Aktiviert die Glocke, vergisst nicht ein Abo dazulassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach Daumen nach oben da. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder mit einem neuen Video. Seid gespannt. Was es sein wird, ich glaube, das wird kein Prank, das wird unser Ding, gell? Was? Was wir auf Instagram angekündigt haben. Ja, genau. Seid aber morgen gespannt, um 18 Uhr, Leute. Ich hoffe, es läuft alles gut. Und ja, Leute, wir wünschen euch ein frohes Ramadan diesen Monat. Und ihr packt es, Leute, ich zähle auf euch, ihr seid meine Habibis, ihr seid stark, Mann, Leute. Ah, so, yalla, Habibis. Folgt auf Instagram, folgt auf Snapchat. Und, ja, ich mache jetzt auch Musical.ly mit ihm. Dort heißt es genauso, Hasley's World. Kann ich auch dazu schreiben. Ja, Leute, ich küsse eure Augen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao.